Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Hof Bergmann. Schön, dass ihr wieder mit einem Schlüssel seid. Und wie ihr seht, wir haben das letzte Mal aufgehört hier im kleinen Garten. Und da haben wir ja hier schon die Tomaten. Ne? Da fehlen allerdings noch Güter. Da müssen wir sehen, dass wir das Mineral... Ne, nicht das Mineral, oder? Doch. Wir brauchen Mineraldünger. So, und da werden wir dann mal schauen. Aber wir werden uns hier den Garten mal noch ein bisschen anschauen, denn wir haben hier Äpfel. Na, können wir auch, da müssen wir dann hier schauen, dass wir da gießen. Hier haben wir noch ein paar kleine Rabatten, würde ich es fast nennen, na, oder kleine Fältchen. Was können wir denn hier machen? Ach lull, hier können wir Trauben, meine Lieben, hier können wir Trauben hinmachen. So, was haben wir hier? Hier haben wir ein Fass, hier haben wir ein Wasserfass. Ja, mal Wasserfass. Da müssen wir mal gucken, ob man mit unserem großen Wasserfass, ob man da Wasser reinbringen können. Das wäre natürlich sehr, sehr geil. Hier, guckt es euch an. Ich will es euch halt einfach zeigen. Ja. Also ich feiere das. Ich feiere die auf Bergmann noch und nöcher. Wir haben mal einen echt coolen kleinen Wasserbehälter. Und was haben wir hier? Können wir hier was machen? Nee. Was hier noch geil wäre, vielleicht kommt es ja mit den nächsten Versionen. Wenn wir hier direkt Wasser rausnehmen könnten. Das wäre schon richtig, richtig nice. So, was haben wir hier hinten noch? Der Grill ist da. Noch schön Pavillon stehen. Der Hollywood-Schaukel, wenn es mal ein bisschen langweilig wird. Was haben wir hier? Holz-Dings. Ui, warte mal. Ach, lull. Können wir wohl möglich... Ich glaube, wir können die Gießkanne benutzen. Was mit dem Eimer? Können wir den... Geil, den Eimer können wir auch anheben. Ist ja mal geil. Ach, wie sieht's? Ah, geil. Okay. Also, Garten... werden wir uns auch definitiv hier mit drum kümmern. So, jetzt werden wir aber mal beim Händler reinschauen. Und zwar, wir haben ja Verbrauchsgüter. Mineraldünger ist ja mal geil. Ich würde es einfach mal mit dem kleinen Wasserfass versuchen. Matze, genau. So, Mineraldünger. Den werden wir uns jetzt mal kaufen. Dann machen wir einfach 3, 4. So, perfekt. Und jetzt... Das können wir aber nicht zurücksetzen. Nee. Dann müssen wir quasi zum Händler fahren. Das ist gar kein Problem. Dann werden wir uns den Mineraldünger jetzt gleich mal holen. Und dann sollte es eigentlich so sein, dass die Tomaten und der Salat wachsen. Ja, also im besten Sinne. So, wo ist unser... Wie könnte es anders sein? Wir werden unser Fahrrad nehmen. Wir werden unser Fahrrad nehmen, denn das feiere ich schon wieder. So. Machen wir aus. Perfekt. Müssen wir hier kurz. So. Wir fahren aber das Fahrrad mit dem Lenkrad. Sag ich euch gleich. Es lässt sich besser fahren. Ey, guckt euch das an. Das ist doch einfach nur. Es ist doch einfach nur ein Traum, oder? Schön auf die Glocke geklingelt, ne? So, ist mal rum. So, sind wir auf dem richtigen Weg? Ja. Dann links rum, perfekt. Perfekt. Einfach nur ein Traum. Genau, also wir haben auch noch eine Weide. Ist ja geil. Gut, aber wir holen jetzt das Mineralfutter. Also das Gute ist, wir kommen ja mit schnittischen 40 km/h voran mit dem Fahrrad, ne? Schön, ja. Was für die Figur tun und für die Gesundheit, ne? Nicht nur in Real Life mit dem Fahrradfahren, sondern jetzt auch mitten im LS. Einfach nur ein Traum. Guckt euch an, wie er loszieht. Reingehauen. Ja, und zwar, ich habe ja damals schon, wo ich begonnen habe mit dem Ganzen, ne, YouTube und Twitch, habe ich ja schon die Hof Bergmann gespielt. Und ich freue mich sehr, dass sie wieder... Einzug hält im 22er generell, ne? Und ja, macht da ja ein bisschen rumtüdeln, ne? Das ist einfach geil.
Das ist einfach nur geil. So. Werden wir jetzt mal schauen, wo geht's hier beim Händler rein? Wo geht's hier beim Händler rein? Schmal denn da lang. Jetzt mal nicht drängeln, ne? Fahrradfahrer, ne? Mal nicht hetzen. Ach, das war die Pferdekoppel, wo wir dran vorbei waren. Okay, okay, okay. Interessant. So. Mal sehen. Wow. Ein bisschen springfreudig ist er. So, wo haben wir... Ah, hier. So, werden wir natürlich gleich mal ringsrum fahren hier. Ah. Ein Traum. Perfekt. So, Mineraldünger. Nehmen wir natürlich mit. Würde Traum werden, wenn wir dann hier das Ganze nach Hause fahren, sag ich euch gleich. So, wartet, 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 wartet. So, bumm. So. Ah jo, das sieht doch gut aus. Ah. Wenn wir das mal. So. Perfekt. Ein Traum. Matze war mein Freund. Und Schmidtchen Schleicher hat geresubbt im 6. Monat auf Stufe 2. Guten Abend, Axel. Guten Abend, mein Junge. Und für dich das Herzchen, was mit dem Herzen kommt. Dankeschön. Danke, danke, danke. Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Tag, mein Junge. Wie geht's? Wie steht's? So, wie du siehst, ne, wir sind hier wieder live im Livestream und mitten in der Aufnahme und spielen die Hof Bergmann. Ja, so, wie soll's auch anders sein? Ist einfach nice. So, lernen wir. Okay, perfekt. Und dann können wir ja das Ding jetzt auch noch hier vorne drauf backen. So. So. So, Stiegle. Das war ein Satz mit X. Warte, 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 warte. Es könnte sein, dass es etwas schlagseidert, aber nur etwas. So. Zumachen. 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 Okay, alles perfekt verschnürt. Macht du wieder Mensch. Also wohl doch ein bisschen schwer. Also nur ganz dezent. Geht soweit gut, hoffe dir auch. Ah klar, Matze war. Mir auch. Danke, danke, danke. Schön, dass du da bist, hey. Abbiegen, die Hand raushalten, das ist richtig, ne? Das stimmt wohl. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier. Oh, nicht schon wieder anfangen loszuschlenkern hier. Nicht doch. Mach doch nicht sowas. Mach doch nicht sowas, Mensch. Bleib doch geschmeidig. Mensch, muss da nicht immer so rumwackeln. So, dann bringen wir etwas Schlagseite. Ah, nur etwas. Ganz dezent. Nur gucken. Schön Ding der Unmöglichkeit. Lukas, cheert mit 30 Spitz. Dankeschön, mein Junge. Gibt's für dich das Herz, was von Herzen kommt. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr lieb. Danke, danke, danke. Precision Farming kommt noch mit rein. Wow. Precision Farming kommt noch mit rein. Und Rea Mods auch noch. Nein, 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 nein. Wir sollten vielleicht mal ganz kurz ein bisschen. Ja, okay, jetzt geht's wieder. Es ist so ein bisschen grenzwertig. So, jetzt müssen wir. Die ja, jetzt drängel dich, ne? Muss hier ausholen. Wir müssen hier geschmeidig um da Kurve kommen. So, einfach nur ein Traum. Ja, das sieht echt komisch aus, wenn er so hin und her gackselt. Ja, wir sind gleich da. Wir haben es fast geschafft, meine Lieben. Und ja, ein bisschen an die Umwelt denken, ne? Wenn wir so einen schönen Drahtesel haben, dann können wir den auch nutzen. Ja? Finde ich halt einfach nice. So, wer kennt's nicht, ne? Mit Fahrrad. Die Autofahrer, drängeln halt.
Das ist ja wie im wahren Leben mittlerweile. Es ist unglaublich. Das ist einfach nicht in Worte zu fassen. Oh, ich bin so gespannt jetzt. Bin so gespannt, wie das gleich im Garten vorangeht. So. Sollen sich mal nicht so haben, ne? Wenn wir hier mit unserem Draht. Ha. Man sollte vielleicht auch. So, jetzt aber. Man sollte vielleicht auch nach vorn schauen und nicht nach hinten. Jetzt hör auf zu drängeln, Mensch. Das macht man doch nicht. Hallo, Hauptstraße. Na toll. Und nun? Stehen wir da? Menschenskinder. Kann doch nicht wahr sein. Ne? Mann, Meter, du. Hier. Kann da wohl nicht wahr sein. Macht man denn so? Und jetzt wieder drängeln. Na klar. Ne? So, jetzt fahre ich extra in der Mitte. Kann ja wohl nicht. Das geht da auf keine Kuhhaut. Juli, moin moin. Na, wie geht's? Wie steht's? So. Mann, Meter, die Autofahrer, das ist nicht mehr an Worte zu fassen. Absolut nicht mehr an Worte zu fassen. Jetzt fahren wir extra langsam. Jetzt machen wir geschmeidig. Jetzt lassen wir uns gar nicht hetzen. Meh, sehe ich gar nicht ein. Das sehe ich gar nicht ein. So. Jetzt müssen wir nämlich hier. Okay, angedockt. Ja, lasst uns mal so stehen. So. Und dann nehmen wir jetzt erstmal ein so eine Düde. Ja? Und gucken mal, was passiert. Ohne Momento. Müssen? Ach, der ist schon voll. Okay. Hier auch schon? Hier auch schon voll? Beim Salat? Wie sieht's da aus? Nee, hier ist noch nicht voll. Aber, okay, perfekt. Na, hübsch. Das ist ja sehr gut. So, jetzt seht ihr, jetzt ist alles ein bisschen grün. Und jetzt kann das hier wachsen und gedeihen. So, jetzt müssen wir aber hier nochmal reinschauen. Salat ist aktiviert. Das passt, das läuft. Und bei den Tomaten läuft es auch. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So. Okay, das müssen wir kurz mal ein bisschen ordentlich versuchen. So. Lassen wir mal hier. Perfekt. Gut, das Fahrrad rennt jetzt erstmal nicht weg. Wir werden jetzt erstmal sehen. Denn wir wollen ja noch ein bisschen grün machen. Und wir müssen auch sehen, wir müssen langsam mit der Feldwirtschaft anfangen. Ne? Wir müssen langsam schauen, dass wir hier zur Rande kommen. Ich habe einen falschen Eingang gewählt. So, was haben wir hier? Okay, hier ist Stöppeln. Benötigt Kalk. So. Okay, der ist voll. Perfekt. So, dann schauen wir aber mal. Wo haben wir denn hier? Wo haben wir denn eine Wiese? Das ist jetzt so die Frage. So, wo haben wir denn Gras? Wo haben wir Gras? Ach, die 13. Die 13, ne? Das ist doch schon mal sehr gut. Das ist doch schon mal sehr gut. Ob das Fahrrad mit Transporthelfer funktioniert, weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. So, aber wir schauen, was haben wir an Grünlandtechnik? Ladewagen haben wir den. Aber zum Mähen haben wir ja gar nichts. Aber ist gar nicht schlimm. Passt auf. Das ist gar nicht schlimm. Dann nehmen wir uns nämlich, da kommen wir jetzt nämlich schon zu den neuen Mods, die wir mit draufgenommen haben. Und zwar haben wir nämlich, dieses
Feller Pack mit drauf. Da werden wir jetzt mal schauen. Das machen wir. Beleuchtung montiert. Das nehmen wir. Das nehmen wir uns. Und Beleuchtung montiert. Das nehmen wir uns. So. Die was braucht der? 75 PS, 95 PS. So, dann müssen wir mal schauen. Wir werden uns natürlich, ich habe natürlich auch ein paar Mod-Traktoren mit drauf. Mittelgroße Traktoren, würde ich sagen. Und da schauen wir einfach mal. Da ist die Frage. Was haltet ihr denn davon? Oder ist das gleiche ein bisschen zu über... Ich glaube, es ist gleich ein bisschen zu übertrieben. Ne? Würde ja schon sagen, wir nehmen diesen hier. Ja, wir nehmen diesen hier. Den machen wir uns fertig. Oder Chat, was meint ihr dazu? So, aber wir nehmen... Was nehmen wir an? Nehmen wir Mithrasbereifung. Oder nehmen wir Trelleborg. Ah, wir nehmen Trelleborg. So, Breitreifen. Breitreifen und Gewichte. Design. LED. Fritzmeier Chrome. So. Okay, das nehmen wir mit rein. Design Standard. Die Wandschilder würde ich jetzt nicht mit drauf machen, aber die Rundumleuchten nehmen wir mit drauf. Frontladeranbau brauchen wir nicht, weil da haben wir ja schon einen Frontlader, den können wir einfach so nehmen. Wir machen aber bei dem So. 182 PS. Seinfarbe lassen wir, Felgenfarbe machen wir schwarz, ihr kennt's, ne? Haben wir hier vielleicht noch das alte? Oh nee, warte mal, war das hier? Oder was war denn? Fend Nature Special? Das nicht? Nee, das war's auch nicht. Wo war denn jetzt das? Ist das? Was ist das? Ich suche eigentlich das alte Grün. Fend Classic ist das ja. Ja, kommt, dann nehmen wir Fan Classic. Das können wir so lassen. Mit den Kennzeichen, liebe YouTuberinos, da könnt ihr gerne mal reinschreiben in die Kommentare, was wir da für ein Kennzeichen nehmen sollen. So. Aber der das hier? Warte mal, ich muss kurz was gucken. Ach, verdammte Axt. Verdammte Axt, wartet mal. Excel hat es gerade verbaselt. So, der Excel hat es gerade verbaselt. Aber richtig. So, der muss wieder zurück. War nämlich der falsche. Ich habe den falschen konfiguriert. Wartet, das machen wir jetzt dann halt nochmal. So, der hier war's. Genau. Dann schauen wir, nehmen logischerweise Trelleborg hatten wir, Breitreifen mit Radgewichten, Design hatten wir das, Grundleuchte, LU rechts, LU links, so, Grundladern brauchen wir nicht, das machen wir so, Hauptfarbe, so. Das kann bleiben. Felgenfarbe macht man natürlich Black. Und hier müsste... Ist das dieses Old Green gewesen? Ich glaube. So. Gut. Dann haben wir jetzt das Richtige. Und dann werden wir natürlich jetzt gleich mal hierher springen. Oh ja. Perfekt. Perfekt. Traum. So, dann hängen wir den nehme ich jetzt gleich noch mit an hier. Und dann werden wir heute beginnen und werden das Gras mähen. Und dazu kaufen wir uns logischerweise noch das Land dazu, die 13.
Und Precision Farming, meine Lieben, wird natürlich auch noch Einzug halten. Ja, das steht außer Frage. Boah. Das klingt schon gut, ne? Kann man nicht meckern. Das Gute ist, die Wiese ist ja gleich an der Ecke. Perfekt. Einfach nur perfekt. So. Das ist aber toll. Dankeschön. Okay, da kommt der Alert wieder etwas spät. So, klappen wir das Ganze mal auf. Klappen wir natürlich hier vorne auch auf. Anschalten. Anschalten. Und jetzt sollte es theoretischerweise perfekt funktionieren. Sehr gut. Es klappt. Aber die ist noch nicht. Die ist noch nicht anreif. Verdammte Axt. Gut, meine Lieben. Dann werden wir in der nächsten Folge mähen. Denn die ist noch nicht anreif. Da müssen wir dann doch noch ein bisschen spulen. Hatte gehofft, es geht schon. Aber nee, leider nicht. Leider nicht. Aber ja, so ist das. Ne? Deswegen, lasst gerne ein Däumchen da, schreibt was in die Kommentare und ich sage erstmal tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Ich winke.